Hallo, herzlich willkommen zu Eine Frau lernt Grillen. Eine ganz besondere Folge. Ich bin nämlich heute auf der Weidelandfarm am Riebener See. Hier werden Kühe, Rinder ganz, ganz fair gehalten, aufgezogen und auch ganz stressfrei geschlachtet. Wir gucken uns das an. Ich stehe jetzt hier bei den Waisenkindern, bei den Waisenkühen, könnte man sagen. Und zwar neben Doreen Engelhardt. Das ist die Frau hinterm Landwirt. Die Frau, die sich um die Vermarktung des Fleisches und der Kühe... Hat der einen Namen hier? Der schreit schon die ganze Zeit zu. Das ist der Fritz. Der Fritz. Ja, das also ist Fritz. Die Waisenkälber haben tatsächlich teilweise Namen, weil sie ja von uns mit der Flasche großgezogen werden. Währenddessen die anderen Tiere, das schafft man natürlich nicht mehr, denen jetzt einen Namen zu geben. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Solange die, wenn die Namen haben, dann ist es auch schwer, die dem Tötungsprozess zuzuführen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Die Tiere stecken ihren Kopf in dieses Fressfanggitter, das flexibel ist. Ja, sie können also rein und raus, wie sie wollen. Haben hier ein Futter, was sie sonst nicht bekommen. Ein Leckerli. Ein Leckerli sozusagen, genau. Und wenn dann der Tag der Schlachtung da ist, dann wird das Tier der Wahl fixiert. Sprich, das Tier kommt da nicht mehr raus. Alle anderen verlassen irgendwann den Stand, wenn die Krippenschale leer ist. Und dieses Tier bekommt nochmal eine extra Mahlzeit, einen extra Nachschlag. Gerne auch nochmal von der Hand. Und dann kommt der Schlachter mit seinem Bolzenschussgerät und setzt punktgenau auf die Orange. Das Tier wird dadurch lediglich betäubt. Unter dieser Betäubung wird es hochgezogen. Mittels Radlader und die Fesseln werden also mit Stricke versehen und das Tier wird ganz blitzschnell hochgezogen. Und unter der Betäubung da wird die Kehle durchgeschnitten und es blutet auch sofort aus an Ort und Stelle. Das ist auch Vorschrift, das muss auch so sein. Unter einer Minute muss man sein und das wird auch vom Tierarzt überwacht. Also der steht tatsächlich da mit Stoppuhr und kontrolliert das. So, und wenn das alles vollzogen ist, wenn das Tier ausgeblutet ist, dann geht das Tier auf den geschlossenen Hänger, den der Schlachtbetrieb bei hat, inklusive der Wanne mit dem Blut. Das wird alles aufgeladen, wird zum Schlachthof gefahren und wir haben bis heute 7 Fersen auf diese Art und Weise getötet und haben noch nie ein Problem gehabt. Also es ist wirklich, wirklich stressfrei für die Tiere und da sind wir auch unheimlich stolz drauf. 50 Frauen, ein Mann. Und wenn wir jetzt Herden haben, so um die 80 Tiere, manchmal auch 90, sind eben 2 Männer drin und die müssen erstmal klären, wer der Chef ist. Mhm. Könnte ich euch vielleicht mal Videos zeigen. Da sind die mit den Köpfen, die haben ja keine Hörner, zusammen und stehen eine halbe Stunde so. Das gibt's bis, ja nicht. Bis einer keine Luft mehr kriegt. Oh. Und der ist dann Nummer 2. Diese Kühe hier werden schon auch geschlachtet. Die aus der Gruppe schlachten wir ja. Die sind also von Mai 17 und die ist anderthalb Jahre alt. Ne? Mhm. Und mit anderthalb Jahren schlachten wir die dann. Also die kräftigsten davon. Ne? Oh Mann, dann sind hier einige bald dran. Aber auch nur die, die dann für mich keine eindeutige Simmentaler- oder Fleckvieh-Kennzeichnung haben. Die zum Beispiel hat einen weißen Kopf, das Fleckvieh-Kennzeichen. Fleckvieh heißt weißer Kopf und die untersten 20 cm von den Füßen sind weiß. Mhm. Das ist so. Und die nicht haben und die noch Fett auf den Hintern, also Fleisch, die sind zuerst dran. Hey, hallo. Oh Gott, da rennen sie gleich weg hier. So ein schönes Tier. Ja, total. Und so lockig. So richtig Simmentaler. So. Also die Fütterung ohne Kraftfutter, ohne Maissilage, ist schon zu schmecken. Also Köche, die hier waren, sagen, die Tiere, die ihr schlachtet, füttert die bitte nicht. Nicht mal mit Grassilage, nur mit Heu. Das Fleisch ist einfach besser. Und du merkst es dem Fleisch an, ob das Tier eben Stress hatte, ob es eben Stresshormone ausgeschüttet hat vorm Schlachten oder nicht. Und die merken das ja auch nicht hier. Jetzt ist es soweit, jetzt sind wir da. Wir sind im Verkaufsraum. Es riecht auch so nach Wurst schon und nach Fleisch. Und hier hinter uns ist die Kühlkammer. Die Kühlzelle, ja. Die Kühlzelle. Ja. Komm mal mit, wir gucken mal. Also, oh, kalt ist. Wie kalt das ist? Also hier ist zwischen 0 und 2 Grad. Ah ja, okay. Also das ist sehr, sollte auch nicht mehr sein, ja, damit es nicht verdirbt, das Fleisch. So. Was haben wir hier zum Beispiel? Das ist hier mein Edelgulasch, ein Brisket, hier zum Beispiel ein Flanksteak,
Ja, ist natürlich auch für die Grillfreunde immer gerne genommen. Hohe Rippe, Rumpsteak und Mettwurst, 100% Rind, ein Rinderknacker. Kann man gar nicht vergleichen mit dem, was man sonst so kennt vom Schwein. Also ich war wirklich noch nie in meinem Leben so nah an Kühen dran und vor allem an Kühen, denen es so gut geht wie denen hier auf der Weidelandfarm am Riebener See. Also wenn ihr in Berlin-Brandenburg wohnt oder sogar auch noch ein Stück weiter weg, ich empfehle, kommt mal hier vorbei, holt euch ein wirklich faires, gutes Stück Fleisch. Wir haben es gemacht und ich werde natürlich auch hier vor dieser traumhaften Kulisse dieses Fleisch zubereiten, grillen mit dem mobilen Grill. Das ist dann die nächste Folge. Ich verlinke euch auch alles Wichtige zu dem Hof. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und wir uns das nächste Mal wiedersehen. Du bist begeistert, ne? Von unserem YouTube-Kanal.